Moin und willkommen zurück zu Ghost of Tsushima. Hier ist der Angelus. So, wir machen weiter mit Yunas Geschichte. Der schwarze Wolf ist jetzt am Start. Und schön, wie die hier die Sonne im Rücken von Jin dargestellt wird. Hier im tollen Wald. Machen wir uns auf den Weg zu Yuna. Müsste jetzt Part 3 ihrer Geschichte sein, oder? Ich guck nochmal. Part 3. 2 habe ich fertig, ne? Ja, 3 von 4. Ich gegen nichts tauschen. 3 von 4 möchte sie sich an so einen Kriegsfürsten noch rächen für ihre Jugend, Kindheit. Die Muschi-Brüder haben ja in der letzten Folge ausgeschaltet. Schön, dass sie wieder dabei waren in der heutigen Episode. Moin Moin an alle treuen Zuschauer von Ghost of Tsushima und vielen Dank für die tägliche Unterstützung. Und Vogel! Vogel, danke für die tägliche Wegfindung. Wo ist er jetzt hin? Jetzt ist er gegen Baum geflogen, ist tot. Ich höre ihn auch gar nicht mehr. Ah, da ist er wieder. Er hat sich wahrscheinlich im Geäst verheddert. Gucken wir, was der Vogel sagt. Vielleicht ist was Wichtiges. Ein Gegner hinter mir? Ja. Da ist der Vogel. Oh, das ist... Ist das eine... Ach nee, ist nur was zum Anziehen. Ist keine Säule der Ehre, oder wie die Dinger heißen. Schon wieder? Wie viel Strohhüte gibt es denn in diesem Spiel, die man aufsetzen kann? Und der sieht ja auch richtig ekelhaft aus mit Moos drauf. Die bevorzugte Kopfbedeckung derer, die Toyotamas Sümpfe heimsuchen. Ja, ein Sumpfhut. Da sehen wir. Sumpf obendrauf. Sammeln sich da nicht auch Insekten drin und riecht das nicht streng? Naja. Vielleicht hält's warm. Heiße Quelle oder wär mir lieber gewesen? So, da unten bei dem weißen Rauch müsste es schon sein. Warte mal, hier ist ein Schrein. In die Richtung. Ah, da ist Yuna. Am Lagerfeuer. Parken wir das Pferd mal da. Jo. Was ist das? Eine Puppe. Voller Blut. Der schwarze Wolf versklavt Kinder. Ja. Und verkauft sie dann an die Mamushi-Brüder. Wo ist er? Sein Lager liegt an diesem Weg. Doch es wimmelt vor Mongolenwachen. Dann sterben sie mit ihm. Ich muss den schwarzen Wolf töten. Ich hatte die Chance. Vor langer Zeit. Doch ich konnte nicht. Ich kann dir helfen. Wir greifen frontal an. So weiß er, dass wir kommen. Er soll sich hilflos fühlen. Wie gelähmt. Das wird er. Und wenn wir fertig sind, fühlt auch Altern sich so. Ihre ganze Geschichte ist so ernst. Blutiges Kinderspielzeug. Oh Mann. Das war der Strohmann aus Oz. Hier lang. Jo. War das das Pferd gerade? Folge Yuna. Wir gehen zu Fuß. Mit... Okay. Ein Mongole. Wenn er uns sieht, warnt er den Rest. Überlass okay. Das mir. Jo. Krieg ich hin. Das Lager des schwarzen Wolfs ist hinter den Bäumen an der Küste. Dann los. Da lang? Okay. Ich glaube, die Leiche von den Mongolen, die verbrennt jetzt hier auch ganz schön hart, oder? Yoshinaka-Bucht. Taka und ich kamen aus Yarikawa hierher. Ich dachte, hier finden wir Zuflucht. Ich lag falsch. Wir töten die Mongolenwachen. Isolieren den schwarzen Wolf. Er darf nicht entkommen. Okay, geh zum Lager. Ich bin da. Da ist ein Fass, was leuchtet. Vielleicht zum Zersprengen oder so? Besiege die Mongolen. Herausfordern können wir die auch. Ich kann aber auch von oben einen Dreifachattentat machen. Was immer die bessere Variante ist als herausfordern. Da stehen auch 3 Stück gleich. Dann sind danach nämlich nur noch 3 weitere über. Na, ah, da war es eben gerade. Jetzt. Oh!
wollte gerade sagen, vielleicht haben die anderen das noch nicht mitgekriegt, aber doch. Ich war doch gerade noch am Ziel, Mensch. Das war ja eine geile Kombo. Ich trete ihn in die Luft und sie schießt noch einen Pfeil auf ihn, während er in der Luft ist. Tag Team Action mit Yuna heute, ey. Dosho! 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 Ja! Ah, er schießt gar nicht auf mich. Dann kann ich ihn ja treten. Ich sehe den schwarzen Wolf nicht. Ich auch nicht. Ich will mal kurz da hinten gucken. Bei diesem Fass kann auch sein, dass das ein Artefakt war. Das hier, so eine Mongolentrommel oder so. Weil so auffällig wie die am Leuchten ist, ist bestimmt ein Artefakt. Jo. Artefakt der Mongolen. 14 habe ich jetzt. Ich brauche 20 für die Trophäe. Kriege ich hin. 6 Stück noch finden. Okay. Schamanentrommel ist es. Hier auf dem Bild sieht aber kleiner aus als eben. Diese Trommeln werden von Schamanen der religiösen Zeremonien verwendet, um einen tranceartigen Zustand herbeizuführen. Der Klang der Trommeln wird oft von Rufen und Antworten sowie energischen Kreistänzen begleitet. Eine solche Zeremonie bindet den Katalynk ein, den schwarzen Schamanen, dessen Hauptaufgabe es ist, die Menschen in Kontakt mit einem Ongon-Geist zu bringen. Oh, hat er irgendwas zu tun. Braucht ja jeder seine Aufgabe, ne? Haben wir noch mehr Zelte hier? Ja. Aber kein Gold. Warte, hier kann man auch noch rein. Warum regnet das jetzt schon wieder so hart? Akt 2 ist so regnerisch. Schon wegen dem feuchten Sumpfland. So, Yuna, jetzt können wir reden. Ich sehe den schwarzen Wolf nicht. Ich auch nicht. Der Feigling ist bestimmt geflohen. Er darf nicht entkommen. Halt, das Mongolenschiff dort. Da könnte er sein. Mein Gedanke. Können wir also mit dem Boot hinfahren? Kriege ich den Regen noch mal weg? Wir versuchen es noch mal. Ne, ich glaube, der Regen gehört mal wieder hier hin. Man kann nicht jeden Regen wegflöten. Nehmen wir das Ruderboot. Schnell. Natürlich sieht man das Rudern wieder nicht, wie sie hinfahren. Wo ist der? Mongolenschreie werden ihn anlocken. Wo ist denn der Pfeil hingegangen? Ich will den gerne von der Map treten. Nein, du sollst ganz runter. Gerade. Noch mehr. So, kommt der schwarze Wolf jetzt raus? Gibt es einen Duellkampf? Was immer ich auch getan haben soll, Altan zwang mich. Ja, klar. Ihr versklavt Kinder. Nein, ich... Und das schon seit 20 Jahren. Ihr nahmt mich und Taka gefangen. Verkauftet uns den Mamushi-Sklavenhof. Taka, er war mein Liebling. Doch soweit ich mich erinnere, brachtet ihr ihn zu mir. Ich wusste es nicht. Yuna, er gehört dir. Okay. Geht es dir gut?
Verlassen wir dieses Boot. Verbrennen es. Da habe ich ja von dem schwarzen Wolf mehr erwartet. Altan wird es sehen und wissen, dass wir kommen. Er wird handeln müssen. Jim. Was der schwarze Wolf sagte. War die Wahrheit. Was heißt das? Ich traf ihn damals in Utsuna. Er bot mir Essen und eine Unterkunft. Ich fragte, ob Taka auch kommen könne. Er machte uns betrunken. Und dann? Taka weiß es nicht mehr. Aber ich... Ich war erstarrt. Ich hätte ihn töten können. Taka retten. Doch ich hatte zu viel Angst. Nicht deine Schuld. Dank dir wird er keinem Kind mehr wehtun. Ich brauche etwas Zeit. Ich gehe ins Gasthaus. Wir sehen uns dort. Puh. Keine leichte Kost, ihre Geschichte, ey. Aber sie waren Kinder, was hätte sie tun sollen? Er hat seine gerechte Strafe gekriegt. Nur leider 20 Jahre zu spät. Talisman der Schatten verringert die Geschwindigkeit, mit der dich Gegner bemerken, um 10%. Nachricht im Blut. So, zweimal Seide. Wieso kriege ich bei solchen Missionen immer nur Seide und kein Gold? Okay, jetzt ist bei ihr also noch ein Teil. 4 von 4. Sie ist am Gasthaus. Kann ich denn nicht... Gab es da nicht eine Schnellreise beim Gasthaus? Nein? Och, Mann. Gasthaus ist da, aber ich kann nicht schnell hin. Aber ich will natürlich ihre Geschichte jetzt auch dann zu Ende hören. Lobo, komm! Vielleicht finden wir jetzt Altan. Das ist der vierte Teil. Dann haben wir die doch ganz, im ganz guten Stück durchgespielt. Zwei Videos, oder? Letzte Folge, zwei Folgen. Zwei Parts ihrer Geschichte und jetzt demnächst. 300 Meter, es ist ja nicht so, dass das jetzt so unendlich weit wäre. Und jetzt hört es wieder auf zu regnen. Das ist immer unten, wenn man am Strand ist, regnet das. Genau wie bei dem Duell. Huch. Na, ich brauche den Bär gar nicht mehr. So, da vorne sehe ich Häuser. Ist das schon das Gast? Ne, das ist aber zu weit das Gasthaus. Was machen die denn da? Hä? Ja, genau, hä? Habe ich auch gerade gefragt. Aua! Ich sehe nichts. Ah. Okay, er lag schon auf dem Boden. Dann muss ich nichts sehen. Dann muss ich einfach nur zuschlagen. Kurz nochmal ein Mann in Not gerettet. Gegner sind in der Nähe. Schon wieder! Ich hab doch jetzt schon wieder... Wie? Das hatte ich doch schon mal, ne? Dass ich hier Leute befreien wollte, die alle töte. Und der mir immer wieder anzeigt, oder noch anzeigt, Gegner in der Nähe. Und ich die auch nicht befreien kann. Schon das zweite Mal jetzt. Was soll das? Das ist ganz schön ärgerlich. Ich meine, es ist nicht wichtig, dass die geben halt, wenn nur ein paar Informationen von hier und da, dass man da mal hingucken sollte oder woanders. Das findet man später auch so. Aber befreien würde ich hier schon gern. So bleiben sie jetzt permanent immer da, einfach nur da hocken. So, ah, sie ist wieder zu dem Gasthof gegangen, wo die Dame war, die nicht gut auf sie zu sprechen war hier. Oben? Okay, dann gehe ich oben durchs Fenster, dann sieht mich vielleicht keiner reinkommen. So. Ah, haben die sich wieder ausgesprochen? Vielleicht wieder versöhnt, die beiden hier? Beim letzten Treffen, das war ja nicht so gut.
Was ist? Ist was passiert? Altan weiß Bescheid. Na. Das war seine Antwort. Er will ein Treffen in einem Lager an der Grenze zu Kushi. Das wird er büßen. Wir ziehen ihn zur Rechenschaft. Ihr habt nichts als Tod gebracht. Rache zu üben ist unsere Pflicht. Wir werden Altan dafür bluten lassen. Das ist die Pflicht eines Samurai. Yuna ist bloß eine Diebin. Und Diebe haben keine Ehre. Wir machen es wieder gut. Ich schwöre. Deine Versprechen sind genau wie du. Wertlos. Auf zu den Pferden. Diebe haben keine Ehre. Robin Hood hätte das hier in dieser Welt auch nicht einfach. Nachricht in Blut. Sind wir schon da? Nein. Steig auf dein Pferd, okay? Wo ist Yuna? Okay, sie ist die Treppe gegangen, ne? Warten wir mal wieder auf die Dame. Reise zu Altans Lager, 700 Meter, okay. Du weißt, dass wir in eine Falle reiten. Ich weiß, aber das schulde ich Ichi. Wir müssen uns auf Altan konzentrieren. Was immer zwischen euch passiert ist, darf nicht im Weg stehen. Du verstehst das nicht. Ichi war Sklavin auf dem Mamushi-Gehöft. Dort lernten wir uns kennen. Sie hat sich um mich und Taka gekümmert. Uns vor dem Schlimmsten beschützt. Dank ihr konnten wir entkommen. Das war ihre Entscheidung. Du schuldest ihr nichts. Das ist nicht alles. Wir schworen uns, gemeinsam zu fliehen. Gerade rannten wir noch alle. Und dann schrie Ichi plötzlich auf. Und ich rannte weiter. Ich habe sie im Stich gelassen. Ich schulde ihr mein Leben. Du musstest fliehen. Ich habe gesehen, was diese Brüder für Männer waren. Wenn du gekämpft hättest, wärst du jetzt tot. Gehört Fliehen zum Samurai-Kodex? Ihr wart Kinder. Manchmal kann man nur überleben, wenn man flieht. Das ist Vergangenheit. Du musst deine Schuld loslassen. Sie ist im Weg, wenn wir uns Altan stellen. Mir wird gar nichts im Weg stehen. Noch schnell die Säule mitnehmen. Das ist ja einmal nur das Ding hier einsammeln. Hijiki im Sonnenlicht. Gleich weg. Muss man sich gar nicht weiter angucken. So. Weiter geht's. Ein braves Pferd. Gut, dass das auf dem Weg lag. Komm schon! Ja, 40 Meter. Wir sind doch da. Lass doch da lang. Bin dran vorbeigeritten. Ja. Ach, auch hier oben bei der Säule, lol. Ich hätte gar nicht wieder aufs Pferd gehen müssen, oder was? Nee. 190 Meter? Was zeigst du mir denn hier an? Lass mich doch einfach weiterreiten. Ich hätte den Weg schon gefunden. Ich muss ja erst wieder zurück zu Yuna, damit sie auch ja mitkommt. Guck mal, Steinbrücken da vorne. Und ein verbranntes Gehöft. Da ist es. Sei vorsichtig. Wir wissen nicht, wie viele Männer Altan dabei hat. Oder wo nicht. Sich der Bastard versteckt. Vielleicht sind es gar nicht so viel. Zwei oder so. Sieht aber auch alles schon wieder zerstört aus. Bogenschützen auf den Türmen sehen mich schon wieder. Oh, da steht ja auch jemand. Gucken wir mal rein. Ich kann nicht durchschleichen. Baum ist zu fett. Einer weniger. Zwei weniger. Keine Bonusaufgabe hier. Oh, da stehen ja ganz schön viele hier vorm Zelt. Ah, ist das Finishen nicht mehr durchgekommen. Bombe. Ah,
Machst du dich dran? Kein Problem, ich sehe alles. Okay, da kommt der Große. Schwerbelangriff des Todes. Okay. Geht ja noch. Weg da. Warte, da liegt noch was. Artefakt der Mongolen. 15. Yay. Sehr schön. 5 Stück noch. Wir haben einen Chagai oder Chagall gefunden. Ach, das sind Knochen zum Wahrsagen, oder? Nee. Der Begriff. Nee, es ist ein I. Der Begriff Chagai leitet sich von den Knöcheln einer Ziege oder eines Schafs ab und bezeichnet vielleicht eine der ersten Formen des Würfelspiels. Bei Chagai-Spielen, die manchmal auch Knöchelwerfen genannt werden, geht es darum, die Zeit, die nach dem Wurf nach unten oder die Seite, die nach dem Wurf nach unten oder oben zeigt, vorherzusagen. Darüber hinaus gelten Wolf Chagai als Glücksspringer. Glücksspringer. Wer kennt ihn nicht? Okay, ein Würfelspiel doch. Aber auch um was vorherzusagen. Nur hier ist es spielbedingt und nicht orakelmäßig. Tja, auch damals mussten versuchen sie sich die Leute so irgendwie zu unterhalten, ne? Da haben auch schon mal Knöchelchen geholfen. Heute haben wir PlayStation. Hindwen! Hä? Weil er geklettert ist, nicht getroffen. Ja, Juna, baller den weg. Der wilde Ansturm. Okay, das ist. Au. Hey, jetzt reicht's aber. So. Zweimal das Parieren mal wieder versaut. Sonst klappt das doch mittlerweile schon so gut. Huch, krabbelt der noch? Ja. Nicht darunter. Nur die Vorräte sammeln. Ich hoffe ja noch, dass ich irgendwo Gold finde. So, da unten war ich. Wo geht's dir sonst noch hin? Hier ist ja niemand. Niemand mehr. Da steht noch einer. Ah, wieso kommt das? Alter! Ich kann eure Leute den ganzen Tag töten! Kam einfach das Meuchel-Symbol nicht. Sprich mit Yuna. Jin, da kommt jemand. Ja? Ich komme. Irgendwie ist Alter nicht da. Vielleicht war der auf Jagdausflug oder so. Vielleicht kommt er ja jetzt. Das ist er. Da ist er. Okay. Alter. Mit noch mehr räudigen Hunden. Natürlich. Okay. Hat er ein Schild? Schwert? Was ist das für einer? Er hat auf jeden Fall eine gelbe Rüstung. Ist so ein ganz normaler Anführer. Alter, empfangt das Urteil für eure Taten. Ihr wollt mich verurteilen? Ihr habt eure eigenen Leute ermordet. Die Mamushi-Brüder und der Schwarze Wolf waren Verräter. Ist das eure Ausrede? Euer Vorwand, zum mordenden Geist zu werden? Kein Wunder, dass dieser Ryuzo sich gegen euch wandte. Genug. Beenden wir das hier. Tja.
Schildträger! Oh, lang keinen mehr gesehen hier. Gleich mal auf die Schildhaltung wechseln, die ich jetzt auch Maximum verbessert habe. Das sollte eigentlich kein Problem darstellen hier, der Kampf. Die Ruhe vor dem Sturm läuft aber erstmal wieder. Das war nicht die Schildhaltung, die ist es. Okay. Ihr tut, was nötig ist, um zu überleben. Der weicht ja aus. Okay. Wird doch nicht so einfach wie gedacht. Und doch verachtet ihr andere, die dasselbe tun. Ich töte die Dienste des großen Friedens. Ich hasse es, dass mein Schlag nicht richtig aufladen kann, ey. Okay, das läuft gar nicht gut. Jetzt. Ihr tötet nur für euch selbst. Keine Lügen mehr, Altan. Ich weiß, was ihr seid. Er hat den Arm verloren. Ihr habt keinen Schiss hier? Bogenschütze ist noch da. Machen wir erstmal den schnell weg. So, ich glaube, das waren alle. Ah, ne, der Bogenschütze. Ne, ist kein Bogenschütze mehr. So, Yuna, Altan ist Geschichte. Ich hoffe, du bist zufrieden. 11 Vorräte hat er dabei. Sprich mit Ichi, 20 Meter. Ach, die ist mit... Wie ist die? Die hat sich so verletzt hierher geschleppt? Das wäre auch nicht nötig gewesen. Altan ist tot. Doch unser Volk weiß, was ihr den anderen antatet. Jetzt fürchten sie, der Geist kommt auch zu ihnen. Gute Menschen haben nichts zu befürchten. Was glaubst du, Ichi? Sind wir Monster? Ich glaube, ihr habt getan, was nötig war. Leb wohl, Yuna. Nimm dir Ichis Worte nicht zu Herzen. Ich will nicht, dass unser Volk mich fürchtet. Du kannst nicht erwarten, dass jeder versteht, was du tust. Oder wieso? Nein. Aber habe ich die Grenze überschritten? Falls ja, stehen wir auf der richtigen Seite. Ach, für die Legende ist es gar nicht so schlecht, wenn man dich auch ein bisschen fürchtet. Die eigenwillige Diebin. Das war Yunas Geschichte. Nachricht in Blut. Erstmal ein Nickerchen. Und hier auch schon für dir fast die nächste Legendenstufe voll. Yunas Geschichte. 4 Teile. Sehr spannend, aber auch tragisch. Echt, Talisman der Rache. Was? Der raschen Rückkehr. Standardpfeile. Ja, ja. Die kannst du auch behalten, die Standardpfeile. Seide. Wieder nur Seide als Belohnung. Ey. Guck mal, da liegt ein Schwert im Regen. Das ist Altans Schwert. Komm hoch. Fängt an zu regnen hier. Warum immer so im Regen sitzen bleiben? Okay, das war Yunas Geschichte. Hat mir gefallen. Was ist... Ah, hier ist noch ein Lager aufgetaucht. Einsame Waldlichtung. Naja. Mache ich mal wieder, wenn ich Zeit dafür habe. Neben der Aufnahme. So, mit was können wir denn weitermachen in der nächsten Folge? Wir haben noch Fürstin Masakos Geschichte. Ich glaube, die geht aber erst hier oben los, oder? Ja, hier ist nämlich 6 von 9. Und das hier, was dichter dran ist, müsste 7 von 9 sein. Jo. Dann gehe ich doch erstmal hier in diese Gegend.
hier sind drei Sachen, die ich dann machen kann. Einmal hier das Duell, noch für Kojiros Klingen. Dann ist hier noch so eine kleine Nebenaufgabe, eine letzte Bitte. Und dann geht hier die Geschichte von ihr weiter. Der Familienmensch. Hm. Ja, ich hoffe, ihr habt Bock. Dann schaltet gerne in der nächsten Folge ein, wenn es weitergeht hier mit Ghost of Tsushima auf meinem Kanal. Und danke, dass ihr hier dabei wart bei Yunas Geschichte. Vielen Dank. Ciao.